Leute, wir befinden uns hier gerade im Pausemenü von Assassin's Creed außerhalb des Animus. Das liegt einfach daran, beim letzten Mal konnte ich die Cutscene ja nicht zu Ende laufen lassen. Das liegt einfach daran, dass ich unterbrochen wurde mittendrin. Aber egal, war ja eh nur Cutscene. Ich habe danach eh nichts mehr aufgenommen und jetzt werden wir das letzte Stückchen aufnehmen. Und da jetzt eh noch mehr Cutscene kommt, war es ja nicht so schlimm. Denn in diesem Spiel gibt es viel zu viele Cutscenes, also, ja. Let's go, machen wir mal weiter. Ich sagte aufstehen, verdammt! Hallo! Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Geschehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Schöne Aussicht hier. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Nö, wir bringen es jetzt zu Ende. Ah gut, ich darf mich doch ausruhen. Ey, lass mich rein. So. Klar, die schließen wieder zu, damit ich nicht flüchten kann. So muss man's machen. Genauso mit kleinen Geschwistern. Nee, du bleibst jetzt drin, ich geh raus. Und nur doof, dass ich nur eine große Schwester hab, ne? Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich auch. Können Sie es sagen? Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Jo. Einige von uns, zumindest. So, dann lass mich mal hier rausgehen. Super gut, dann legen wir uns direkt mal wieder hin, um es schneller hinter uns zu haben. Denn wir wollen ja nicht lange überlegen. Wir wollen unser Meister, wie wir ja herausgefunden haben, dass er ein Templer ist. Deshalb wollen wir ihm ja erstmal fett was aufs Maul geben, weil er so ein scheiß Verräter ist. Verräter sind böse. Hier. Der letzte Gedächtnisabschnitt. Sitzung fortsetzen. So, hoffentlich kommt Wenn jetzt nicht schon die wieder eine Katze. Ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Mhm. In Masyaf Wurfmesser auffüllen, das geht wohl bald nicht mehr, nachdem der Meister tot ist. Also gut. Naja. Der hat's nicht anders verdient, der war sehr, sehr böse zu uns. Deshalb werden wir ihn eliminieren oder ausschalten oder töten. Wie man's nimmt. Auch wenn's alles dasselbe ist. Und wie gesagt, ihr habt nur Cutscene verpasst. Wo sind alle hin? Oh, den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht. Zum Licht. Ich sehe nicht. Nein, geh nicht hin. Doch. Oh, zu spät. Jetzt ist er tot. So, dann dürfen wir ein allerletztes Mal diesen Berg hier hochlaufen. Und uns einen epischen Fight mit unserem Meister liefern. Er ist der Weg. Nein, er ist kein Licht und er ist kein
keine Ahnung, was du gesagt hast. So, dann laufen wir mal. Gleich kommen noch ein paar von unseren Freunden, die uns unterstützen. Aber das werdet ihr ja sehen. Oh mein Gott. Das war mal. Im Willen des Meisters muss Folge geleistet werden. Och, Leute, seid leise. Ich bin gerade am Erzählen. Und ja, da sind schöne Assassinen. Verräter. Ich habe keine Wurfmesser. Scheiße. Naja, die lassen mich doch bestimmt durch, oder? Sieht nicht so aus. Die hören sich an wie die Templer damals. Also die Wachen von früher. Und die haben stärkere Schwerter, die ziehen uns direkt zwei Balken ab, wenn es gut läuft. Also für die. Oh, oh mein Gott, das waren sogar vier. Also ich muss hier schon aufpassen. Das ist nämlich nicht so einfach wie sonst. Komm, lass mich los. So. Also das wird schon schwierig. Vor allem, weil das Assassinen sind, ne? Aber ich bin besser. Ich bin der Meister-Assassine hier. Bam! Lass mich los! Verdammt nochmal! Komm her! Arschtritt, Alter! Aua! Och, ey, das ist so mies! Aua! Ha! Erwischt, Kollege! Zack! Wir sind noch fünf über. Und...